So, willkommen zurück bei Final Fantasy 7. Und wir müssen noch einen Strahler ausmachen, den da hinten. Und ich habe noch keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also wir müssen irgendwie... Boah, ist das schwierig. Irgendwie... Irgendwie darüber. Der ging hoch, ne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach nee, der geht rüber. Der letzte Strahler. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Ja, du sagst es. Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Da ist er, der letzte Strahler. Da ist ein Kistchen. Mugri-Medaille. Yay! Da können wir wieder irgendwas machen. Hier ist nichts. Dann. Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Na, am besten nach unten, ne? Ja. Der Sieg ist uns sicher. Das hört man gern. Was ist das denn hier? Was machst du hier für Flatterbewegungen? Was ist denn? Ich habe die Materia übrigens bei der Tifa eingesetzt, dass sie auch eine Beschwörer-Materia hat. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Da ist der Schalter. Hier ein Kistchen. So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Boah. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge eingesprungen, Cloud. Warte mal. Warte mal, ich will nur mal gucken, wenn ich den woanders hin platziere, ob wir dann noch irgendwas einsammeln können. Ich glaube nicht, ne? Oder? Mal gucken, wie weit. Nee. Nee, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Okay, ich dachte. Da drüben, habt ihr gesehen, das Lila, ne? Das hätte ich halt auch gerne. Das da. Da müssen wir runter. Gehen wir
zurück zu Abschnitt H1. Jetzt nerv mich mal nicht, Vibe. Wir gehen jetzt erstmal nach da. Jetzt bin ich Huch. Gnadenlos. Na dann. Oh, zwei? Oh, die Arme. Zieh dich zurück. Sehr schön, das freut mich. So, jetzt will ich das Ding haben. Alles Gute kommt von oben. Ja, genau, deswegen. Jetzt kann ich sie doch nehmen, ne? Ja. Und was ist es? MP-Boost. Ups. So, dann könnten wir jetzt auch noch hier drüber. Und wo kommen wir da hin? Hier waren wir schon, ne? Hier ist... Warte mal. Oder kommen wir jetzt zu meiner Materie? Ja! Elementare Affinität. Sehr schön. Jetzt können wir von mir aus zu H irgendwas gehen. Also wieder zurück. Und da müssen wir nach oben. Gott, ich hoffe, ich laufe richtig. Am Durchgang zum Makoreaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen! Hier, ne? Hier war es, genau. Stromversorgung wiederhergestellt. Liftelektronik wird aktiviert. Okay. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf Nimmerwiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Zum Hauptlift. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Das wäre ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Komm zu mir. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Alles klar. Barrett, deine Aufgabe hier. Next. Da.
Ach so, der kann noch nicht. Ach Mann, ey, also das ist ja manchmal nervig hier. Was kann denn der eigentlich? Engel? Ist das ein Engel? Okay. Haben wir nicht auch, das da. Vielleicht hilft er das. Hier, bitte! Das wollte ich nicht. Sehr gut. So muss das laufen. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Achso, die habe ich schon kaputt gemacht. Die standen gerade noch so schön. Okay. Dann ab nach oben. Bisschen schneller, Cloud. Wir haben es eilig. Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Das glaube ich auch. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Guter Rat. Ist. Nichts. Aber so langsam wird's ernst. Ich bin nervöser als erwartet. Diese Nervosität werde ich auch nie los. Mokri-Medaille. Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Biggs! Ich wusste auf dich, es verlassen! Und wo sind die anderen? Biggs. Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Plappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Sturmgewehr. Okay. Logo. Ich glaube, das schaue ich mir auch gleich mal an, bevor wir da reingehen, wenn es klappt. Ich
dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Okay. Wir schaffen das. Da schaffen wir natürlich das. Natürlich. Da gibt's ja gar keinen Zweifel daran. Also, noch ein bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht. Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Oh, und die filmen Marco, uns die ganze Zeit. Ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los. Okay, wie gesagt, ich schau mal ganz kurz das von dem Bix an. Halt. Von dem Barrett, Entschuldigung, ich habe Bix gesagt. Ich tu das mal ganz kurz ein bisschen. Nee, die übernehmen wir nicht. Aber wir machen das mal ganz kurz. Wie immer alles nacheinander. Dann gucken wir auch mal, was wir noch an Materia übrig haben. Ah, okay. Vielleicht können wir da bei dem noch was einsetzen. Materia, der Barrett. Was haben wir denn noch übrig? Glut hätten wir, Gewitter, Elementaraffinität. Verleiht der Ausrüstung oder der Waffe das Element der verbundenen Materia. Bei Waffen erhöht sich die elementare Attacke, bei Rüstung die elementare Resistenz. Wenn mehrere Materia eingesetzt sind, ist nur der Effekt der ersten gültig. Kann mit den Materia Glut, Frost, Gewitter und Luft verbunden werden. Aha. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir... Ich würde einfach das nehmen, was jetzt übrig ist. Und ja, mir nichts übrig. Die zeige ich euch noch nicht. Die sehen lustig aus. Und dann, was ist denn jetzt besser? Sturmgewehr oder Gatling Gun? Sturmgewehr, ne? Dann wär's mir das. Okay. Und weiter geht's, Leute. Und wie geht's jetzt weiter? Na, hier durch, oder? Vielleicht hier? Oh, wie praktisch. Alter, vor Coolness. Okay. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel.
Supertrank. Dreimal. Juhu. Hey. Sigma. Wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Oh, solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Oh Gott. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Ja, und da fehlt einer. Hast du mal nach nebenan geguckt? Hier? Da war bestimmt auch mal so ein Teil drin. Scheiße. Na dann. Auf zum Reaktorkern. Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erst bei Gelegenheit die Flucht ergriffen. Wo noch? Ach da. Das war abzusehen. Nur noch ein Stück. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. An was denn? Da muss man dann bestimmt wieder die Dings einstellen, die Zeit später, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Keine große Sache. Sehr gut. Nach unten. Ups. So. Achtung! Oh na, komm jetzt. Die Tür schwer. Mit Laserverstärkung. Die knöpfe ich mir vor. Das ist ein Waffenmann. Sehr gut. Das war's. Der Feind geschwächt. Was haben wir denn noch? Ach, da oben die Bälle. Jetzt hab ich dir das sagen. Ich bin jetzt das Gebet. Sehr gut. Okay, Leute, dann... von da kamen wir dann. Wo müssen wir hin? Ach, da. Waren beim letzten Mal auch so wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Schutzweste.
brauchen wir vielleicht, hm? Warte mal. Cloud, du kriegst eine Schutzweste. Oder? Nee. Vitalität. Mach jetzt mal die... Mach das jetzt mal so. Hui. Wahrscheinlich freue ich mich gleich nicht mehr so. Ist schon sehr ruhig hier. Da müssen wir dann bestimmt fliehen. Oh Gott. Alles klar? Jetzt wissen wir, welche Erinnerungen. Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Na dann. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Okay. Halt. Hey, Moment! Warte! Oh! Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Schwindler übertragen. Ach du Scheiße. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...des Shinra-Konzerns eine sofortige... Mach schon, ihr Scheiß! Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass... Fass die Terroristen! ...auf die Täter und ihre Motive. Fass die Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann... Ach du Scheiße. Die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz. Unser neuester Genie streicht ein fulminantes Waffensystem. Der Airbuster wird ein Exemplar der Stadt hier. Bericht des Wartungstrupps. Der Airmaster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen.
Ich bin gespannt, ob der andere noch kommt. Schnauze halten! Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen, auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Und an dieser spannenden Stelle machen wir eine kurze Pause und sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy. Bis dahin, bye bye.